Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BAWAG BSK, sehr geehrte Mitglieder des Betriebsrates, des Managements, des Vorstandes, des Aufsichtsrates, sehr geehrte Damen und Herren, die Volkshilfe Österreich unterstützt seit ihrer Gründung Menschen, die in Not sind. Alle, die uns dabei helfen, leisten Großartiges. Sie von der BAWAG haben mit ihrer weihnachtlichen Spendenaktion einen ungeheuer großen Beitrag dazu geleistet, dass wir Menschen, die von Not und Armut betroffen sind, vor allem aber Kinder, helfen können. Mit ihrer Spendenaktion, die aufgerundet durch das Management und den Vorstand 150.000 Euro erbracht hat, leisten Sie eine großartige Hilfe für unser Tun. Namens der Volkshilfe Österreich möchte ich Ihnen dafür auf das Allerherzlichste danken. Mit diesen Mitteln können wir Kindern, die von Armut gefährdet sind, auf ihrem Bildungsweg unterstützen. Mit unserem Fonds Lernen möglich machen wollen wir die Chancen der Kinder und der Jugend für die Zukunft sichern. Herzlichen Dank. Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BAWAG, wir wollen in den nächsten Jahren 600 armutsbetroffene Kinder und Jugendliche unterstützen. Wir wollen sie unterstützen, damit sie lernen können. Wir starten sie mit Schulmaterialien aus, mit Laptops, damit sie anschlussfähig sind und finanzieren Nachhilfe und andere Dinge. Gestern war ich im Bezirk Neunkirchen, habe mit einem 14-jährigen Buben gesprochen, den sein größter Schatz, hat er mir präsentiert, es ist ein Laptop. Genau das ermöglicht ihm den Anschluss zur Schule, zur Bildung und er kann sich damit in der Schule einbringen. Danke, dass Sie das möglich machen. Das ist ganz konkrete Hilfe. Die Kinder können sich bilden, können sich entwickeln. Das ist Ihr Verdienst. Danke vielmals an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der BAWAG.